als sein Vertrauter Jean Todt, 76, bei der Verleihung des Staatspreises von Nordrhein-Westfalen eine Lobrede auf Michael Schumacher, 53, hielt, konnte Corinna, 53, ihre Tränen nicht zurückhalten. Wir waren ein unschlagbares Team. Michael liebte es, zu arbeiten, und das Team liebte es, für ihn zu arbeiten. Er fehlt uns hier. Michael hat eine wunderbare Familie. Seine Frau Corinna ist, wie meine Frau Michelle, eine der stärksten Frauen, die ich kenne. Die Ehefrau des Formel-1-Helden nahm den Preis zusammen mit ihrer Tochter Gina, 25, stellvertretend für ihren Mann entgegen. Sie kümmert sich rührend um den Rekordweltmeister, der seit einem Skiunfall im Dezember 2013 ein Pflegefall ist. Corinna sorgt dafür, dass er die bestmögliche medizinische Betreuung bekommt, und versucht, dass er so oft wie möglich bei seiner Familie ist. So wurde er mit dem Helikopter zur Schumacher-Villa auf Mallorca geflogen. Und auf der Sonneninsel hat Corinna große Pläne. Oben im Video zeigen wir euch die emotionalen Szenen, als Gina und Corinna den Preis für Michael Schumacher entgegennehmen. Familie Schumacher, Mallorca könnte zum Winterwohnsitz der Familie werden über eine Firma in Irland, die wiederum einem Unternehmen auf den britischen Jungferninseln gehört, haben die Schumachers für 2,8 Mio. Euro ein 54.315 Quadratmeter großes Grundstück in der Nähe des Nobelortes Port Endrad X erworben. Darauf stehen baufällige Gebäude, die abgerissen werden dürfen. Der Makler pries das Anwesen als absolute Seltenheit in der Region im Südwesten Mallorcas an, da es nah am Meer gelegen ist. Die früheren Eigentümer, eine Erbengemeinschaft, hatte ursprünglich 3,6 Mio. Euro für das mit hunderten Mandelbäumen bepflanzte Grundstück gefordert. Auf dem riesigen Areal ist eine Pferderanch nach dem Vorbild der Schumacher-Anwesen in der Schweiz und im US-Bundesstaat Texas geplant. Mallorca könnte zum Winterwohnsitz der Familie werden. Michael Schumacher, die Sonneninsel war schon immer ein Sehnsuchtsort des Formel-1-Stars. Das Bauprojekt wird in der Nähe der Villa von Michael Schumacher entstehen, die in den Bergen über Port Endrad X gelegen ist. Dieses Anwesen besteht aus zwei Fincas, die zusammengelegt wurden, und hat ein Haupt- sowie ein Pool- und ein Gästehaus. Der Wert wird in den Firmenunterlagen mit rund 34,5 Mio. Euro angegeben. Die Schumachers mieten die Finca über eine etwas komplizierte Finanzstruktur von einer Firma für 360.000 Euro pro Jahr. Das spart Steuern.
da das Anwesen 2020 Verluste von ca. 500.000 Euro eingefahren hat, die abgesetzt werden können. Das gesparte Geld könnte in die Ranch investiert werden. Erlaubt ist der Neubau eines Hauses mit 500 Quadratmetern Wohnfläche. Da es sich um ein landwirtschaftliches Anwesen handelt, können Stallungen errichtet und Weiden angelegt werden. Die Schumachers wollen eine Pferdezucht betreiben und die Tiere professionell vermarkten. Corinna, ihre Tochter Gina und deren Freund Jan Bethke, 25, sind leidenschaftliche Reiter. Gina gehört im Reining, einer Disziplin im Westernreiten, zur Elite und gewann bei den Europameisterschaften Gold. Die Reining-Turniere auf der Schumacher Ranch in der Schweiz genießen in der Reiterszene einen legendären Ruf. Alles ist perfekt organisiert und hochprofessionell. Bald könnten Wettkämpfe auch auf Mallorca ausgerichtet werden. Die Sonneninsel war schon immer ein Sehnsuchtsort des Formel 1 Stars. Früher besuchte Michael Schumacher seinen Ex-Manager Willi Weber, 80, oft in dessen Villa im Nobelort Kempten-Mar 10 Autominuten von dem neuen Anwesen entfernt. Seine Liebe für Mallorca vererbte er an seine Kinder. Mick, 23, und Gina sind im Hafen von Entrad X gern gesehene Gäste, wenn sie mit dem Jetski oder einem Motorboot durch die Bucht gleiten. Die Einheimischen sind stolz, dass eine der berühmtesten Familien der Welt in ihrem wunderschönen Ort zu Hause ist. Autor: Stefan Blatt.